Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft auf der PlayStation 4. Ich habe hier meinen süßen Döner und noch die Kätzchen aus der vorigen Folge sind auch noch da. Vorne sitzt auch noch eine. Ich will heute mal ein bisschen mich umschauen noch und hier vorne mal die Wand fertig bauen. Ich will auch noch sehr viel buddeln. Ich will hier vorne die Höhle noch mal ein bisschen ausgraben. Die Wände sollen hier weg. Ich will noch ein bisschen in den Berg reinbauen. Vielleicht treffe ich noch irgendwelche Kreaturen. Oder ich guck einfach mal draußen. Vielleicht finde ich da noch etwas Besseres. Irgendwelche Höhlenspalten oder so. Ich muss ja ein bisschen mal auf Abenteuer gehen. Oh, ich habe heute wieder eine Wortgewandtheit. Das ist der Wahnsinn. Jetzt hört doch mal auf hier rum zu miauen und so. Lava wollte ich auch noch holen. Ich nehme mir mal ein paar Steaks mit, Brot, ja, und sämtliches Gedöns, was hier drin ist. Ich bin ja eigentlich gut ausgerüstet. Holz, hab ich Holz? Ja, Holz habe ich bei. Kohle finde ich sowieso unterwegs. Oh, jetzt wüst aus. Redstone-Lampen müsste ich mal noch ein paar bauen. Mein Seelenzeug hier. Ah. Oh. Vor mir. Holz kann ich auf dem Weg mitnehmen. Pack mal das Glas hier weg. Das Papier brauche ich auch nicht. Hier, Karten. Ja, das dürfte eigentlich reichen. Oder? Ja. Pack mal die Eimer hier unten rein. Gut. Gehen wir mal auf Abenteuer. Geht's denn lang? Ich muss mal hier fix die Lage prüfen. Nee, finden Tische will ich nicht. Spaten habe ich auch bei, das ist gut. Rüstung hält noch. Da wackel ich mal hier lang. Und noch ein Stück. Wollen wir mal gucken, was hier in der Umgebung noch so Phase ist. Zack, zack. Ich entferne mich nicht allzu weit, dass ich wieder zurückfinde. Ach, ich habe ja die Karte. Ach, wenn ich ja die Richtung gehe, dürfte es ja eigentlich alles funktionieren. Wenn man das Essen unten rein, lege ich erstmal das Brot, bevor ich das Fleisch nehme. So. Wo gehen wir denn hin? Ein bisschen spazieren gehen. Denkt dran, Leute, nicht böse sein, dass ich einfach so weiter zocke, wenn keiner da ist. Ihr könnt jederzeit bei mir zusteigen, wenn ich online bin. Deswegen sollte das nicht das Problem sein. Also, sobald ich zocke, steigt ein. Am besten mit Mikro, damit wir uns noch verständigen können. Guck mal da oben lang. Nachts müsste ich mich, glaube ich, mal irgendwo einbuddeln. Nicht mal, dass mir die Creeper hier alle auf den Sack gehen. Alter, was ist denn hier los? Schaut euch das mal an. So baut sich doch kein Berg auf. Ich habe auch schon versucht, größere Karten zu bauen, aber das geht irgendwie nicht. Schade. Ich will jetzt hier mal ein bisschen die Umgebung erkunden, was hier so Phase ist. Damit ich zumindest von oben mal da hinten so einen kleinen Überblick habe. Oh, jetzt muss ich... Da muss ich irgendwie... Ha. Sieht ein bisschen gefährlich aus, was ich jetzt hier vorhabe. Gehe ich mal da hoch. Komm ich da rum? Jo. Das ist auch knapp jetzt. Da, guckt mal. Wie komme ich jetzt da am besten hin, ohne dass ich mich hier in den Tod stürze? Oh. Guck mal. Da hinten. Da gehen wir mal rüber. Hoffentlich am besten hier irgendwo nicht runterfallen. Und hier das kleine Stück schaffe ich. Ist auch so ein guter Höhleneingang. Da vorne sieht es auch schön aus. Ich habe hier irgendwie sehr lustiges... sehr lustige Karte gekriegt. Also die Map ist sehr komisch aufgebaut bei mir. Aber trotzdem schick. Da, guckt mal. Eine Sandburg.
Aber ich muss aufpassen. Da sind meistens auch Sprengfallen drin. Kakteen kann ich mir auch noch abbauen. Damit kann ich dann Enderman jagen. Da gucken wir doch gleich mal hin. Jetzt bin ich aber verblüfft, dass ich dann doch so schnell was gefunden habe. Die nehmen wir mit, die Kakteen. Ah, da muss ich wirklich aufpassen, weil da sind überall Fallen drin im Boden. Ah, die orangen Blöcke, die nehme ich auch mit zum Schluss. Das könnt ihr wissen. So, gucken wir mal in die Pyramide rein. Hier muss ich ganz, ganz, ganz doll aufpassen. Was gibt es denn da hinten alles noch? Hier geht's runter. Muss ich. Das ist für eine kleine Steinstufe. Achso, war eine Treppe. Ich muss aufpassen. Zwecks Druckplatten auf dem Boden. Weil das kann nämlich schnell, schnell, schnell Bumm machen. Ich bin da jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden. Oh, da, guckt. Sag ich's doch. Bin ja gar nicht so blöde, wie ich immer aussehe. Jetzt nehmen wir mal alles auseinander. Und ich buddel mich mal hier runter. Ich muss aufpassen, da unten ist auch, glaube ich, TNT und sowas drin. Oh, schaut mal. Da habe ich ja gut gelegen hier. Hätte ich nicht gedacht, dass ich dann doch so ein Glück habe. Und hier unten TNT. Seht ihr? Aha. Die Kisten nehmen wir natürlich auch mit. Bin mal so frei. Aber ich nehme mal. Das ist nicht so. Die baue ich mir später ab. Ich gucke erstmal um. Hier war ich schon dran. Oh, guck mal, Diamanten. Wow. Ah, ich habe heute einen Glücktag. Ich habe heute so ein scheiß Glück. Weil wäre ich nämlich da oben drauf, hätte das abgebaut, wäre ich runtergekratzt und voll hier unten in das TNT und das ist nicht wenig. Schaut mal. Und ich werde natürlich auch noch sehr spezifische Fallen bauen. Ich werde mir nämlich eine besondere Kiste anlegen. Huch. Wo ich mir dann eine Falle draus baue. Kistenfalle. Wenn einer die Kiste öffnet, boom. So, nehmen wir alles mit hier. Guck mal, wenn man drauf guckt, ist da ein Creeper abgebildet. Nehmen wir uns mal die hier. Und dann buddeln wir uns auch gleich wieder nach oben. So, haben wir. Die Wolle nehmen wir uns auch noch mit. Die nicht. So. Dann wissen wir jedenfalls, dass wir hier schon waren. Und dann werde ich meine Expedition gleich mal noch weiterführen. Ich gucke erstmal die Karte ein bisschen aktualisieren. Wo gehen wir denn jetzt als nächstes hin? Ich würde schätzen, ich gucke mir erstmal ein kleines bisschen von der Wüste an. Und dann können wir immer noch. Damit ich ungefähr immer weiß, wo ich lang gehen kann. Ich will ja noch die Biome entdecken. Guck mal da hinten. Da ist ein Brunnen oder so. Ha, da wandern wir auch mal gleich hin. Hahaha. Was ist denn das hier eigentlich? Vielleicht finden wir auch noch ein Dorf. Da ist ein Brunnen. Wenn ein Brunnen da ist, müsste auch in der Nähe meistens ein Dorf sein.
Guck, da haben wir Wasser. Mal. Boah, da hinten der Höhleneingang. Sieht auch schick aus. Kurz mal Karte gucken. Wir gehen nochmal da hinten lang. Dass wir zumindest, ich will jetzt die ganze Karte aufdecken. Dann haben wir es geschafft. Dann wissen wir auch, wo es lang geht. Keine Sorge, wir werden die Karte noch sehr, sehr weit erforschen. Ich werde noch mehrere Karten anlegen. Ich hätte meine Katze mitnehmen sollen. Ach Mann. Da ist ein kleiner Wasserfall. Ja, hier scheint nichts mehr großartig zu sein. Gut. Gehen wir erstmal zurück. Die Sonne geht auch bald unter. Das heißt nichts Gutes. Da müssen wir uns bald irgendwo über Nacht ein kleines Buddelplätzchen suchen, damit wir über Nacht ein bisschen was abbauen können. Am nächsten Morgen wieder zurücklatschen können. Ich habe nämlich keinen Bock, hier draußen zu bleiben. Denn ihr wisst, was hier nachts los ist. So. Ich könnte mir ab und zu mal ein bisschen Sand abbauen. Also jetzt so im Laufen oder so. Mal ein bisschen an der Karte orientieren. Was haben wir denn hier? Das ist ein bisschen Kohle. Guck mal da hinten rum. Wenn wir Glück haben, kriegen wir noch ein Dorf zu sehen. Also so ein Wüstendorf. Nee, haben wir nicht. Sieht aus wie rausgesprengt. Ah, die ersten Zombies kommen. Da oben steht schon einer. Na, ja, das ist Stein, schade. Alter, was sind denn hier für Krater? Oh, guck, Creeper. Es müsste jetzt eigentlich eine Trophäe geben. Ja. Bogenschütze, wenn ihr als Bogen mit dem Bogen einen Creeper killt, gibt's eine Trophäe. Die wollte ich jetzt nämlich haben. Aha. Geht das auch beim Zombie, glaube ich, gibt es keine. Ah, du. Wir müssen auch noch Zombie-Dorfbewohner heilen und so. Da hinten ist Licht. Oh, Enderman. Den Enderman können wir ein bisschen ärgern. Passt mal auf. Guck mal runter, dass er mich nicht anglotzt. Komm her, du Affe. Leck mich, der macht dich halt so fertig. Du ich auch. Zombie-Dorfbewohner. Komm her, komm her. Alter. Den hat es ein bisschen weggeschossen eben. Mist, da habe ich nichts gekriegt, weil er sich nach hinten katapultiert hat. Aua. Gut, wir gehen mal weiter. Das wird mir langsam zu gefährlich. Ah, da hinten ist er.
Gut, da liegt auch die Perle. Die brauchen wir noch. Guck mal, was ist die Karte? Müssen wir mal ein bisschen beeilen hier. Ich will hier noch ein paar Biome erforschen, aber hier bei Nacht macht sich das immer kacke jetzt. Ja, ich laufe ja schon. Ah, da hinten ist wieder ein Enderman. So, haben wir bald hier das Teil der Karte erforscht. Oh! Alter, jetzt haben wir aber Glück gehabt. Den habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Aua! Ey, hast du eine Macke oder was? Hau ab! Die spinnen alle langsam. Wuff, wuff? Wuff, wuff? Wuff? Wuff, wuff? Wuff, wuff? Na, komm her. Wuff, wuff. Wuff, wuff. Komm her. Naja, komm her hier. Ja, fein. Nes, komm mit. Ich rutsche ein bisschen. Ich nehme den mal mit. Jetzt abhaken, du Hippie. Ich häng im Wasser fest, Leute. Kommst du, mein Kleiner? Mir ist ins Wasser gefallen. So, mal gucken hier. Wo sind wir denn? Wir sind da. Ich gehe jetzt erstmal so hier gerade runter. Hundi kann ja bestimmt schwimmen. Oder Hundi? Ja, Hundi kann schwimmen. Seerosenblatt. Da kann man rüberlaufen. Dim, dim, dim. Dim, dim, dim. Was ist das hier hinten für Riesenbäume? Schaut mal. Da hinten jetzt gerade aus nichts auftauchen. So. Enderman, Zombie. Der Enderman kann mich jetzt mal. Da hinten ist ein Creeper. Hundi? Ist noch da? Ich nehme mit, Hundi. Ah, ich glaube, da ist die Katze weg. Ah, wir hatten ja unseren Spaß dann. Naja. So, auf geht's. Haben wir hier eine Höhle? Ist das eine? Auf jeden Fall ist... Lava. Machen wir mal. Bist du denn nur doof? Ey. Na, dann komm doch raus da, du Arsch. Ah. Ah. Hund. Jetzt hat sich der Hund anscheinend selbst gekillt. Nein! Alter, jetzt bin ich da runtergerutscht. Mist. Ah, verdammt, verdammt. Das hole ich mir jetzt wieder, das könnt ihr... Boah. Ah ne, die Lava hat jetzt, glaube ich, alles zerstört. Nein. Alles umsonst. Naja, gut. Guck ich nochmal hinter. Verdammt, verdammt, verdammt. Ach Mann. Tut mir leid, liebe Zuschauer, ich hab's verbockt. Ich hab's verbockt, ich hab's verbockt. Ah, wir haben so viel schönes Zeug gefunden und nein, ich verkacke hier. Jetzt lasst mich in Ruhe, ihr Spinner. Ich will noch gucken, ob was zu retten ist. Aha. So, liebe Zuschauer. Ich mache hier ein kleines Folgenpäuschen. Ich versuche in der Zeit noch zu gucken.
Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich erstmal, macht's gut. Ciao.